Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, ihr werdet auch vom Herbst träumen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 433. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir an diesem Dienstagabend gemeinsam in die Nacht starten. Hoffentlich habt ihr einen schönen Tag gehabt. Wir sind mittendrin im November und der Herbst ist längst da. Das Laub fällt von den Blättern und genauso wie das Laub von den Blättern fällt und wie sich der Baum im Winde dreht und wendet, so machen wir das auch mit den Rütteln und Schütteln. Jetzt kommt nämlich das Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Dienstagabend bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 433. Gute-Nacht-Geschichte für Dienstag, den 2. November. Luca und das laute Laub. Luca ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein Dienstagabend. Luca liegt in seinem Bett. Es könnte sogar der heutige Dienstag sein. Luca war heute den ganzen Tag draußen. Obwohl so ein Herbsttag war, hatte er viel Spaß. Vielleicht, weil es auch ein Herbsttag war. Luca liebte es nämlich, draußen herumzulaufen. Im Herbst. Er mag diesen Geruch, wenn das Laub am Boden liegt. Am liebsten ist er auch in einem Wald. Natürlich nicht in einem Nadelwald, sondern am liebsten in einem Laubwald, wo er dann knietief durch alte Blätter und durch altes Laub laufen kann. Das macht Luca richtig Spaß. Und das hat er heute auch den ganzen Tag gemacht. Selbst auf dem Spielplatz war überall Laub. Laub auf der Schaukel, Laub im Sandkasten und Laub auch auf der Wippe. Überall war Laub. Und überhaupt ist doch Laub das Schönste, was man im Herbst sehen kann. Und die schönen Farben des Laubes. Manchmal nimmt Luca auch ein Blatt mit nach Hause. Wenn es getrocknet ist, dann legt er es in ein Buch und presst es. Und manchmal findet er im Winter oder sogar auch mal im Sommer ein Buch, schlägt es auf und er findet ein getrocknetes Blatt, das eine wunderschöne rötliche Färbung hat. Dann freut sich Luca. Jetzt liegt Luca aber im Bett und er ist müde und er denkt einfach nur übers Laub nach, über die vielen Farben. Und dann gehen Luca die Augen zu, wie von alleine. Aber nur für einen kleinen Moment. Dann scheint es so, als klopft jemand ans Fenster. Luca macht die Augen auf. Er schaut zum Fenster. Er kann niemanden sehen. Aber er ist neugierig. Also geht er zum Fenster, öffnet es ein Stück weit und dann sieht er, wer eben gerade gegens Fenster geklopft hat. Das Laub war es. Es hat nicht wirklich geklopft. Es war vielmehr so, als würden immer wieder Blätter des Laubes gegen das Fenster schlagen. Und am Ende dachte Luca, es hat geklopft. Und er dachte sich auch, wenn das Laub mich ruft, na dann gehe ich doch mal schauen. Schnell zog er sich seine Gummistiefel über den Schlafanzug an, eine Jacke drüber und er ging raus zum Laub. Es war fast so, als würde Luca vom Laub gerufen werden. Und wieder rufte das Laub. Luca. Vielleicht aber träumte Luca das Ganze ja auch nur, denn Laub kann er bekanntermaßen gar nicht reden. Das ist schon seltsam, was an diesem Dienstagabend beim Luca alles so passiert. Im Garten war ein riesengroßer Hügel. Nicht etwa von einem Maulwurf oder auch kein Haufen von einem Hund, nein, viel, viel größer. Ein großer Laubhaufen. Das ganze Laub aus dem Garten
liegt auf einen großen Haufen mitten auf der Wiese, dort wo Luca sonst immer mit seinen Freunden Fußball spielt. Luca nimmt Anlauf, nicht etwa um das Laub wegzuschießen wie beim Fußball, sondern um einen Satz hineinzumachen. Mit lautem Gebrüll nimmt Luca Anlauf und springt in diesen großen Laubhaufen hinein. Und er versank. Der Haufen war so groß, dass er sich erst einmal wieder aus dem großen Laubhaufen befreien musste. Doch es war etwas seltsam, denn als er aus diesem Laubhaufen auftauchte, da war er gar nicht mehr in seinem Garten, sondern im Wald. Luca hat anscheinend die Laubtransformationsmaschine erfunden oder sowas ähnliches. Oder vielleicht auch eine Teleportationsmaschine durch das Laub. Vielleicht ist es auch dieses schwarze Loch, von dem sein großer Bruder erzählt. Der interessiert sich nämlich für Sterne und so. Luca interessiert sich für Laub. Und die Zeit im Wald, die genießt Luca. Denn hier fühlt er sich richtig wohl. Luca dreht jedes Blatt einzeln um. Er freut sich an den Formen und Farben. Und er sieht wieder einen Laubhaufen. Wieder nimmt er mit Gebrüll Anlauf, springt in den Laubhaufen hinein und zack, auf einmal, als er sich ausgräbt, ist er wieder in seinem Garten. Und wieder hört er das Laub rufen. Und diesmal soll das wahrscheinlich heißen: Bis zum nächsten Mal, großer Luca. Luca weiß auf jeden Fall, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net.